Hallo meine lieben Freunde, ich bin's, euer Odo mit einigen Nachrichten vom Kanal. Erneut. Jetzt zur Weihnachtszeit. Ich hoffe, ihr hattet ein hübsches Weihnachtsfest. Also diejenigen, die Weihnachten feiern von euch und diejenigen, die nicht feiern, haben hoffentlich auch ein hübsches Weihnachtsfest gehabt. Also halt irgendwie zusammensitzen und nichts tun. Also diejenigen, die es nicht feiern. Irgendwas werden die ja wohl gemacht haben, die letzten zwei, drei Tage. Auf jeden Fall möchte ich an dieser Stelle auf meine Adventkranz-Challenge wieder eingehen, die wir auf Instagram gestartet haben. Und wir haben dieses Mal einen Gewinner. Hatten wir letztes Jahr einen Gewinner? Ich glaube schon, ja. Auf jeden Fall haben wir den nicht so öffentlich dargestellt. Der Gewinner ist Gabi is a fucking Unicorn. Junge Dame, bitte. Halten Sie sich zurück bei der Namensgebung. Das ist nicht jugendfrei und dies soll ein jugendfreier Kanal sein. Also, in dem Fall habt ihr hoffentlich alle weggehört, wie ich den Namen gesagt habe. Ich werde jetzt dann versuchen, auch ein Bild des Adventkranzes einzuspielen. Mal schauen, ob mir das gelingt. Wenn es mir gelingt, dann kommt es genau jetzt. Und jetzt rede ich weiter. Ja, wie ihr vielleicht bemerkt habt, lade ich jetzt gerade nicht ganz so viele Videos hoch. Das liegt einerseits daran, dass ich in der Ferienzeit meistens oder sehr häufig unterwegs bin und auch viel mehr mit meiner Familie mache und deswegen auch weniger am Computer sitze und deswegen auch weniger Filme hochlade. Was okay ist, hoffe ich, weil ihr sowieso lernen solltet. Immerhin ist bald wieder Prüfungszeit und dann kommt das Semester und dann müsst ihr wieder alle fertig sein. Vor allem die Leute, die kurz vor der Matura stehen, sollten jetzt anfangen, irgendwie sinnvolle Dinge zu machen und weniger herumzugammeln. Hihi. Nachdem Schweiger und ich ja letzte Woche nicht aufgenommen haben, wir können uns noch nicht so ganz einigen, was wir als nächstes machen. Wir werden ein neues Spiel aufnehmen und wir werden auch wieder am Donnerstag aufnehmen. Allerdings sind wir uns noch nicht so ganz sicher, was wir machen werden. Möglicherweise noch ein Strategiespiel, möglicherweise Don't Starve Together, möglicherweise irgendwas ganz was anderes. Wir haben auch in Erwägung gezogen, irgendwelche Brettspiele online zu spielen, beziehungsweise miteinander zu spielen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Apropos Brettspiele, vielleicht haue ich das eine oder andere online gespielte Brettspiel auch auf meinen Kanal drauf. Es gibt da eine Seite, die nennt sich Board Game Arena. Da kann man eine Reihe von Brettspielen mit anderen Leuten im Internet spielen. Ist eigentlich ganz nett, vor allem kann man es auch verwenden, um Spiele auszuprobieren mal. Allerdings Leute, die es nur ausprobieren und dann während der Hälfte des Spiels rausgehen, mag ich überhaupt nicht. Die Leute sind elend. Vielleicht spiele ich dann mal das eine oder andere Spiel und nehme es auf für euch. Und das könnte ich dann auch auf meinem YouTube-Kanal stellen. Jo. Ansonsten war es das schon wieder. Das waren meine Nachrichten vom Kanal. Ich hoffe, das passt für euch. Also dann, bis dann. Tschüss euch.